Guten Morgen in Christus, ihr lieben Lichter. Danke für unser gemeinsames Heilen. Danke Gott dafür. Danke Gott. Ja, und willkommen zu unserer heutigen Lektion aus Ein Kurs in Wundern. Eine sehr, sehr schöne Lektion mit dem Leitgedanken. Ich bin reiner Geist. Und ich möchte gerne diese Lektion heute mit euch so richtig, richtig genießen. Ich bin reiner Geist. Das, was wir wirklich sind. Reiner Geist. Jesus sagte vor ein paar Lektionen, sagte er, du bist wie Gott dich schuf. Du bist sein Sohn in alle Ewigkeit. Dann kam, du bist ein Selbst. Und jetzt sagt er, du bist reiner Geist. Also alles Wörter, scheinbar verschiedene Wörter, die jedoch alle dasselbe ausdrücken möchten. Die Wahrheit über uns, die Wahrheit über das, was wir wirklich sind. Es gibt eigentlich nur ein Problem in der Welt. Und jeder Konflikt, den ich erfahre, jede unglückliche Wahrnehmung, jedes unglückliche Gefühl, jeder Verlust, jeder Schmerz und jeder Tod, jedes Leiden hat nur eine Ursache. Ich habe vergessen, wer ich bin. Ich habe vergessen, wer ich bin. Das ist Ich habe vergessen, wer ich bin. Ich habe vergessen, dass ich nicht gespalten bin. Ich habe vergessen, dass ich eins bin. Ich habe vergessen, dass ich Liebe bin. Liebe. Ich habe vergessen, dass ich das Mangel gar nicht zu mir gehört. Ich habe verleugnet. Das, was den Mangel und die Angst nicht kennt und die Schuld. Und habe stattdessen gewählt, ja, die Schuld gewählt, die Sünde gewählt. Und damit auch die Angst und die Trennung und alles, was damit zusammenhängt. Und jeden Mangel, jedes Bedürfnis. Und das, was ich wirklich bin, der reine Geist, der hat kein Bedürfnis. Kein anderes Bedürfnis, als sich auszudehnen und zu teilen und zu geben und sich ewig zu verschenken. Es gibt kein anderes Bedürfnis, was wir eigentlich wirklich haben. Und das ist, ja, das ist eigentlich genau das zu tun, was Gott tut, und zwar die ewige Ausdehnung der Liebe ohne Grenzen, grenzenlos, wirklich grenzenlos. Und als Körperidentität ist das nicht möglich. Als Körperidentität erfahren wir uns begrenzt und gespalten und getrennt und leidend, bedroht. Das heißt, es geht wirklich nur darum, dass ich mich erinnere, und das ist ja der ganze Kurs. Es geht um das Wiedererkennen unseres wahren Selbst. Und das Schöne ist, dass wir nur in diesem Fall wirklich wir sagen können, weil in unserem wahren Selbst sind wir eins. Und es ist völlig gleichgültig, schlussendlich, welchen Weg. Es gibt viele Wege, das sagt sogar Jesus. Es gibt viele Wege auf der Erde, viele Wege in der Welt, um sich an Gott zu erinnern. Und das einzig Wichtige, was zählt, ist, hilft dir dieser Weg, dich
an das zu erinnern, was du wirklich bist. Was du wirklich bist. Das ist das Einzige eigentlich. Hilft dieser Weg, zeigt er mir auf, was ich bin, zeigt er mir auf, dass ich Liebe bin, zeigt er mir auf, dass ich sündenlos bin, zeigt er mir auf, dass ich unschuldig bin und zeigt er mir auf, dass mein Bruder dasselbe ist wie ich, und zwar zu 100%. Und das ist ja eigentlich alles, worum es geht. Und von daher, ja, lasst uns mal beginnen mit der heutigen Lektion. Unser Weg ist jetzt hier ein Kurs im Wundern. Und ich bin unendlich dankbar genau für diesen Weg. Ich habe sehr, sehr viel vorher ausprobiert, mir angeschaut, ausprobiert, alles, ja. Aber dies ist, für mich ist der Kurs im Wundern die Antwort auf alle Fragen. Jede Frage, die ich jemals haben könnte, ist hier beantwortet. Und jeder Zweifel, den ich jemals haben könnte, ist hier beantwortet. Die eine Lösung aus jedem Konflikt. Ja. Ich bin reiner Geist, reiner Geist. Ne? Und reiner Geist, also der Geist ist nicht gespalten, gibt nicht zwei und mehrere, wie wir uns ja hier erfahren in der Welt. Wir erfahren uns gespalten mit einem gespaltenen Geist. Der eine Teil, der sich an Gott erinnert, und der andere Teil, der Trennung und Körper und Angst und all diese Dinge eben kennt. Ne? Aber wir sind reiner Geist. Ein reiner Geist ist nicht gespalten. Ein reiner Geist ist eins. Es ist Einheit. Und das Ego mag natürlich keine Einheit. Ne? Das Ego bekämpft Einheit, ne? Ganz klar. Ne? Das Ego will anders sein. Das Ego will besonders sein. Ne? Ganz klar. Und aus dieser Besonderheit, aus der Individualität, kommt ja das ganze Leiden, ne? Das ist ja die Trennung, ne? Der heutige Gedanke setzt dich mit deinem einen Selbst gleich. Er akzeptiert keine gespaltene Identität und versucht auch nicht, gegensätzliche Elemente zu einer Einheit zu verflechten. Ne, das versuchen wir ja ständig, das haben wir gestern gelernt, dass wir ständig irgendwie versuchen, hier eigentlich zu kitten, ne? Also die getrennten Sachen zusammenzukleben, wie mit Uhu oder so. Ja? Wir versuchen immer alles, ne? Auch jede Mann-Frau-Beziehung, jede Beziehung, die ohne den Heiligen Geist gelebt wird, ist ein Versuch in Kitten. Ne? Also irgendwie, und das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Das tun, das ist auch der heutige Leitgedanke, schließt das aus. Der versucht nicht zu kitten, sondern der heutige Leitgedanke vermittelt die Wahrheit. Er drückt einfach, ja, jetzt kommt der Satz, genau, er drückt einfach die Wahrheit aus. Übe diese Wahrheit heute so oft du kannst, denn sie wird deinen Geist aus Konflikten in die ruhigen Gefilde des Friedens bringen. Kein Schauder der Angst findet Einlass. Denn dein Geist ist vom Wahnsinn freigesprochen und hat die Illusion einer gespaltenen Identität losgelassen. Genau, das ist doch wunderschön. Erneut erklären wir die Wahrheit über dein Selbst, den heiligen Sohn Gottes, der in dir ruht und dessen Geist der geistigen Gesundheit zurück erstattet worden ist. Das ist Christi Wiederkunft. Ne? Der Geist wird der geistigen Gesundheit zurückerstattet. Er erinnert sich an seine Vollständigkeit. Er erinnert sich an sein Einssein mit Gott. Er erinnert sich an Gott. Er erinnert sich an den Himmel. Und das ist geistige Gesundheit. Er lässt die Idee, ich bin getrennt von jedem hier und ich muss mich ständig schützen und machen und tun. Und diese Idee lässt er los.
und öffnet sich für den Himmel. Du bist der reine Geist, der liebevoll mit all der Liebe, allem Frieden, aller Freude deines Vaters ausgestattet ist. Du bist der reine Geist, der ihn vervollständigt und seine Funktion als Schöpfer mit ihm teilt. Er ist bei dir alle Tage, wie auch du immer bei ihm bist. Der Vater ist bei uns alle Tage und wir sind beim Vater alle Tage. Ne? Und so erfahren wir uns ja nicht hier in der Welt. Ne? Wir denken ja, Gott ist irgendwo da oben außerhalb. Wir schauen auch immer nach oben. Der nächste Schritt ist schon mal anzuerkennen, er ist in mir. Ja, aber dass er wirklich immer, immer, immer hier ist und dass ich immer, ich bin das, was ich bin und ich bin es immer, immer, alle Tage. Ewigkeit, ne? Die Ewigkeit. Nicht die Ewigkeit des Ego, wo es Angst vor hat, wo wir erstmal sterben müssen, um in der Ewigkeit zu sein, sondern die Ewigkeit Gottes, die einfach ist, die Liebe, die ist, vor der wir keine Angst haben müssen, weil wir nicht sterben müssen, weil es keinen Tod gibt. Heute versuchen wir, deinem Geist die Wirklichkeit noch näher zu bringen. Bei jeder Übung wird deren Gewahrsein wenigstens ein bisschen näher rücken. Manchmal werden 1000 Jahre oder mehr eingespart. Die Minuten, die du dafür gibst, werden viele Male vervielfacht, denn das Wunder bedient sich der Zeit, wird aber nicht von ihr beherrscht. Erlösung ist ein Wunder, das erste und das letzte, das erste, das das letzte ist. Denn es ist eins. Mit jeder Übung ein bisschen mehr, mit jedem Mal, wenn ich vergebe, ein bisschen mehr, ne, kommen wir ein bisschen näher. Ne? Wir haben eben in uns diese unglaubliche Angst vor Gott. Ja, die ist einfach, die ist, ja, ohne dass wir uns dessen im Normalfall bewusst sind, ist diese Angst vor Gott da. Und deswegen, Jesus kennt uns ja, geht er langsam, langsam, er reicht uns seine Hand und langsam, 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 Schritt für Schritt für Schritt gehen wir den Weg. Immer näher zu unserem Glück. Das ist der Weg zum Glück. Ja. Du bist der reine Geist, in dessen Geist das Wunder wohnt, in dem die Zeit ganz still steht. Das Wunder, in dem eine Minute für die Anwendung dieser Gedanken hingegeben zu einer Zeit wird, die keine Grenzen und kein Ende hat. So gib diese Minuten gerne hin und zähle auf ihn, der das Versprechen gab, die Zeitlosigkeit neben sie zu legen. Er wird jeder kleinsten Anstrengung, die du unternimmst, seine ganze Stärke schenken. Gib ihm die Minuten, die er heute braucht, um dir zu helfen, mit ihm zu verstehen, dass du der reine Geist bist, der in ihm wohnt und der durch seine Stimme jedes Lebewesen anruft, der seine Sicht jedem, der bittet, schenkt, der Irrtum durch die einfache Wahrheit ersetzt. Also, lasst uns hingeben, hingeben, ja, an diesen wundervollen Leitgedanken. Ich bin reiner Geist. Ja, Hingabe an die Wahrheit. Und einfach mal für die Übungszeit alle Zweifel oder all die Dinge mal beiseite lassen und sich wirklich geistig öffnen dafür. Ich bin reiner Geist. Das ist ein so wunderschöner Gedanke. Ja. Also für mich ist es so etwas, wenn ich diesen Gedanken sage, wenn ich in einem Konflikt bin, wenn irgendetwas ist, und dann erinnere ich mich, ich bin reiner Geist. Ja. Das ist so wie die Wirkung, die das hat.
Ja, plötzlich relativiert sich alles. Und plötzlich fühle ich in mir, Menschenskinder, es gibt so etwas, das ist viel wichtiger, ja, als dieser Konflikt und da Recht haben zu wollen mit irgendwas oder so. Ja, dieses, ich brauche mich doch nur erinnern an das, was ich wirklich bin. Und dann kommt sofort so ein Gefühl von Frieden rein. Ja, und ich kann mich rausnehmen aus einem Konflikt. Ja. Also das ist ein ganz wunderbarer Satz, ich bin reiner Geist, den ich auch sehr oft, der mir sehr oft kommt zu mir. Der Heilige Geist wird sich freuen, 5 Minuten jeder Stunde aus deinen Händen zu empfangen und sie um diese schmerzensreiche Welt zu tragen, wo scheinbar Leid und Elend herrschen. Er wird keinen einzigen offenen Geist übersehen, der die heilenden Gaben annehmen will, die sie bringen, und wird sie überall dort niederlegen, wo er weiß, dass sie willkommen sind. Und jedes Mal, wenn jemand sie als seine eigenen Gedanken akzeptiert und sie zum Heilen nutzt, nimmt ihre Heilkraft zu. Ja, das ist ganz spannend. Also der Heilige Geist, der ja, der vervielfacht das. Also wenn wir vergeben, ja, der Heilige Geist, der arbeitet in allen Dimensionen von Zeit, sagt Jesus, und im Unbewussten, also in Bereichen, wo wir niemals hinkämen, und er korrigiert, wenn wir ein Wunder wirken und das akzeptieren, dass wir reiner Geist sind, bereit sind dafür einfach, die Bereitwilligkeit, dann korrigiert er in allen Ebenen der Zeit. Und wir brauchen überhaupt nicht zu verstehen, gar nicht überhaupt versuchen, es zu verstehen. Das ist ja gar nicht wichtig. Ja, wir sind immer nur einfach hier, um unsere Funktion wahrzunehmen. Und der Heilige Geist macht den Rest. Und das ist so, so ein Segen. Also ich wüsste keinen größeren Segen wie das. Ja, wirklich nicht. Denn dieser Segen, der ist ja ein reines Glück und reiner Frieden. Der löst jeden Konflikt und jeden Mangel und jedes Gefühl von Angst und Trennung. Auf diese Weise wird jede Gabe an ihn um ein Tausendfaches und noch 10.000 Mal vermehrt. Ja, das ist unglaublich. Wir haben gar keine Ahnung von der Potenz, die wir eigentlich, also von der Macht, ja, die eine Vergebung hat, von der Wirkung. Und wir haben ja die Macht Gottes. Ja, also 10.000 Mal vermehrt, sagt er hier, ja. Und wenn sie dir zurückgegeben wird, wird sie die kleine Gabe, die du gegeben hast, so mächtig übertreffen, wie der Sonne Glanz den winzig kleinen Schimmer überstrahlt, den ein Leuchtkäfer in einem vagen Augenblick erzeugt, ehe er verlöscht. Ist das nicht wunderschön? Und das stete Strahlen dieses Lichts hält an und führt dich aus der Dunkelheit und du wirst auch den Weg nicht mehr vergessen können. Ja. Beginne diese glücklichen Übungen mit den Worten, die der Heilige Geist zu dir spricht und lass sie durch ihn rund um die Welt widerhallen. Diese Worte spricht jetzt der Heilige Geist. Und mit diesen Worten gehen wir in die Übung hinein. Reiner Geist bin ich, ein heiliger Sohn Gottes, frei von allen Grenzen, sicher und geheilt und ganz, frei zu vergeben und frei, die Welt zu erlösen. Und lass uns einen Augenblick miteinander darin verweilen und in Gott, in unserem wahren Selbst, dem reinen Geist. Reiner Geist bin ich.
nicht gespalten, nicht getrennt. Ein heiliger Sohn Gottes. Ich bin heilig. Es ist meine Wahrheit. Ich bin heilig. Ich bin heil. Heil. Heilig kommt von heil. Und ich bin meines Vaters Kind. Ein heiliger Sohn Gottes. Ich bin sogar sein Sohn. Frei von allen Grenzen. Ich bin unbegrenzt. Und das alleine schon zeigt, ich bin nicht der Körper, denn der Körper ist begrenzt. Ich bin unbegrenzt, sicher und geheilt und ganz. Ist das nicht wunderschön? Warum sollte ich das nicht akzeptieren wollen? Ja, ich bin frei zu vergeben und ich bin frei, die Welt zu erlösen. Ich bin frei. Ja, ich bin frei, weil mein Geist offen ist. Er öffnet sich für die Wahrheit. Ja, und damit lasse ich alle Zweifel los. Damit lasse ich alles los, was ich so jemals gelernt habe, was ich gedacht habe, was ich dachte zu wissen und zu glauben. Ja, all die Zweifel, die Kleinheit, ne? All die Gesetze der Welt. Ja, ich lasse das alles los. Ich lasse es los. Ich bin frei zu vergeben. Ich bin frei. Ich bin frei, die Welt zu erlösen. Ich bin reiner Geist. Halleluja. Wow. Danke. Danke, Gott. Danke. Wow. Ich meine, was gibt es Schöneres zu lernen? Ja. Und also die Wirkung, die das eben auch hat. Ja, das, was ich hier spüre, auch so, ja, das ist. In uns wächst durch diese konstante Übung, wächst einfach der Glaube an das Gute. Der Glaube an die Liebe. Ja, der war sehr klein, ne, weil der Glaube an das Böse und an die Angst und all diese Dinge, der war größer. Und je mehr wir das praktizieren, wird der Glaube an das Gute, an die Liebe immer stärker und stärker. Und das ist wirklich eine Wahl. Ja? Wir sind, denn wir erinnern uns, dass Wahrnehmung ein Spiegel ist und keine Tatsache. Ja, es ist alles ein Spiegel, und zwar dessen, mit wem schaue ich auf die Welt. Mit dem Ego oder mit dem Heiligen Geist, mit Jesus? Das ist die ganze Frage. Und durch dich so ausgedrückt wird der Heilige Geist diese Gabe, die du von ihm bekamst, annehmen, ihre Macht vermehren und sie dir wiedergeben. Schenk ihm heute freudig jede Übungszeit und er wird zu dir sprechen und dich daran erinnern, dass du reiner Geist bist, eins mit ihm und Gott, mit deinen Brüdern und mit deinem Selbst. Also einfach eins. Es gibt nichts, mit dem wir nicht eins sind. Wir sind eins. Einfach eins. Eins. Ja. Wow. Eins mit der Liebe. Lausche auf seine Versicherung jedes Mal, wenn du heute die Worte sprichst, die er dir schenkt, und lass ihn deinem Geiste sagen, dass sie wahr sind. Wende sie gegen die Versuchung an und entrinne deren traurigen Folgen, wenn du doch dem Glauben nachgibst, etwas anderes zu sein. Der Heilige Geist schenkt dir heute Frieden. Empfange seine Worte und biete sie ihm an. Ja, und ich finde einfach, dass diese Lektion eine so einfach, also ich meine jetzt so, ich weiß nicht, so eine klare, so eine einfache, klare Botschaft hat, ja. Ich bin reiner Geist. Und du bist reiner Geist. Wirklich. Ja, und es ist so, wie wir gestern gelernt haben, entweder bin ich ein Körper, oder ich bin reiner Geist. Ich kann nicht beides sein. Ne? Entweder bin ich etwas mit Grenzen,
was Grenzen hat und was krank werden kann und sterben wird. Ja, entweder ich identifiziere mich damit oder aber ich identifiziere mich mit dem reinen Geist, mit dem Ewigen, mit der Liebe, die kein Gegenteil kennt. Das ist die ganze Wahl. Ja, wow. Das ist, danke Gott, danke Gott, danke Gott. Also, wow, danke Gott. Ja, und danke für dich. Danke für dich. Danke dir. Ich liebe dich. Und ich segne dich und deinen Tag. Bis morgen.